Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 Euro. Plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Donnerstag. Neues und Interessantes aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit. Am Donnerstag schauen wir im Lausitzwelle Fernsehen auf die Nachrichten aus dem Landkreis Görlitz, blicken in die Region Niederschlesien und ins Zittauer Gebirge. Nachdem der Verein Löbau lebt, den alten Standort letztes Jahr verlassen musste, wurde nun der neue Makerspace eröffnet. Was genau ein Makerspace ist und warum die offene Werkstatt in Löbau eine ganz besondere ist, erklären wir Ihnen jetzt. Nachdem der Verein Löbau lebt, den alten Standort in der Bahnhofstraße 26 letztes Jahr überraschend verlassen musste, wurde nun am vergangenen Freitag in der Bahnhofstraße 2 der neue Makerspace wiedereröffnet. Zur Eröffnungsfeier erwartete die Gäste neben einem kleinen Imbiss verschiedene Mitmachstationen. So konnten 3D-Drucker ausprobiert, Stoffbeutel mit eigenen Motiven bedruckt oder Schlüsselanhänger aus Holz mit dem Lasercutter gestaltet werden. Heute fand unsere Wiedereröffnung statt von unserer offenen Werkstatt. Jetzt können wieder junge Menschen 3D-Drucker, VR-Brillen, Lasercutter hier ausprobieren. Jeden Montag von 13:45 bis 16:30 Uhr kann man einfach vorbeikommen und ein bisschen Zukunft probieren. Makerspaces gibt es weltweit, auch in anderen Orten in der Oberlausitz, wie beispielsweise der Rabrika in Görlitz. Vor etwa 20 Jahren hat ein Professor am MIT in den USA den ersten Makerspace eröffnet. Die Grundidee damals war, mit relativ wenig Mitteln einen Ort zu schaffen, an dem man mit moderner Technik fast alles herstellen oder reparieren kann. Makerspace, zu Deutsch auch offene Werkstätten genannt, stehen in der Regel der Öffentlichkeit und Bastlern oder auch Jugendlichen offen zur Verfügung. Es gibt sie inzwischen aber auch vermehrt an Universitäten und in Unternehmen. In Löbau wird der Makerspace Geistesblitz seit 2019 von Löbau lebt, dank Unterstützung der Züricher Drosos Stiftung betrieben. Das Besondere daran, so der Verein, es war von Anfang an ein Jugendprojekt, bei welchem Jugendliche anderen Jugendlichen die moderne Technik erklären, aber auch selbst für den Raum oder das Beschaffen neuer Technik verantwortlich sind. Die Gründungsgeneration junger Menschen, zu der beispielsweise Max Hilse gehört, hat nun zu einem großen Teil die Region für das Studium verlassen. Doch jüngere Jugendliche sind von den umliegenden Schulen nachgekommen und führen den Makerspace Geistesblitz mit ihren eigenen Ideen fort. Durch den Umzug hatte diese zweite Generation Makerspace die Chance, die offene Werkstatt vollkommen neu nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Was dabei entstanden ist, wird nun für alle Interessierten sicht- und erlebbar. Ein stillgelegter Schornstein auf der Uferstraße in Görlitz nahe der Neiße wurde aufgrund von großen Schäden um 5 Meter verkürzt. Am vergangenen Dienstag kam dafür ein Kran zum Einsatz, um den Teilrückbau durchzuführen. Der beim Kürzen des 26 Meter hohen Schornsteins entstandene Bauschutt wurde in einem Container entsorgt. Nach dem Teilabbruch, den das Unternehmen Schornsteinbau Rothe aus Neißeaue durchführte, wurde der Rest des Schornsteins instand gesetzt und ein neuer Blitzschutz angebracht. Die Stadt Zittau hat einen neuen digitalen Audioguide. Dieser ermöglicht es den Besuchern, die Stadt außerhalb von geführten Touren eigenständig zu erkunden. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Smart Guide und anderen Städten der Arbeitsgemeinschaft Sechs-Städte-Bund entstand die KI-basierte Audioführung, die kostenlos über die Smart Guide-App verfügbar ist. Die App bietet neben Zittau auch Touren durch andere Städte der Region in mehreren Sprachen an. Der Audioguide ist ein zusätzliches Angebot für Touristen und Einheimische und soll die persönlich geführten Stadtführungen nicht ersetzen. Der Görlitzer Tierpark ist derzeit Schauplatz lebhafter Aktivitäten, denn die Zwillingslammgeburt der rauwolligen pommerschen Landschafe ziehen die Besucher in ihren Bann. Diese zutraulichen Lämmer präsentieren sich in ihrem typisch schwarzen Erscheinungsbild mit karakulähnlichem Fell. Als hornlose Rasse sind sie bestens an das raue Küstenklima der Ostsee angepasst, wo sie ursprünglich beheimatet waren. Ihre Wolle war einst bei Seeleuten aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit beliebt. Die nächsten Geburten werden im Görlitzer Tierpark bei den Thüringer Waldziegen erwartet, ebenfalls eine bedrohte Rasse.
sowie bei den Zwergziegen. Leere Kartons stapeln sich bis zur Decke im Haus des Ehepaares Naumann in Görlitz. Im Herbst nahm die Anzahl der Kisten ab, gefüllt kamen sie zurück, wurden nach Rumänien transportiert. Dort wurden die Hilfsgüter verteilt. Vor einigen Tagen hatte der Freundeskreis Rumänien in das Haus Wartburg in Görlitz eingeladen, um zu berichten, nicht nur darüber, was mit den Hilfsgütern geschehen ist, wohin sie gebracht wurden, denn es gibt inzwischen weitaus mehr Projekte. Ulrike Naumann führte durch die etwa 70 Minuten Programm. Freundeskreis Rumänien, die meisten von Ihnen waren ja schon öfter hier bei uns zum Rumänienabend oder bei anderen Gelegenheiten. Aber vielleicht ist doch jemand da, der das noch nicht so weiß, wer wir sind. Wir sind ganz unterschiedliche Leute aus Görlitz und Umgebung, die seit 30 Jahren Kontakte zu Kirchengemeinden und sozialen Einrichtungen in der Rote Linie, vor allem in Siebenbürgen, pflegen. Unsere Arbeit geschieht ehrenamtlich unter dem Dach der und ist auch gut vernetzt mit anderen Rumänien-Initiativen aus der Region. Es ist uns wichtig, neben allen praktischen Hilfen, vor allen Dingen Kontakte zwischen Menschen aller Altersgruppen und Religionen zu knüpfen und zu pflegen und so Begegnungen auf Augenhöhe zu haben. Wenn heute Abend von mancherlei Aktivitäten die Rede ist, muss unbedingt dazu gesagt werden, dass wir uns in allen Begegnungen meistens selbst als die Geschenkten erleben. Eine Landkarte dieses Landes und rote Markierungen darauf halfen beim Zurechtfinden der Orte. Durch eine Live-Übertragung von und nach Rumänien und eine junge Frau aus diesem Land, die hier derzeit ein freiwilliges soziales Jahr absolviert, wurde der Bericht noch lebendiger. Die Esther ist als Freiwillige jetzt hier in Deutschland über den Europäischen Freiwilligendienst. Wann bist du nach Deutschland gekommen? Also, ich bin im November in Deutschland gekommen. Wir haben immer Gäste aus Deutschland gehabt und ich habe diese Sprache gehört. Und es klingt sehr interessant und sehr schön für mich, aber ich konnte das nicht selber verstehen. Und ich habe mich entschieden, diese Sprache zu erlernen. Und ja, ich habe das für 3 Jahre gemacht und ich bin hier gekommen, ein bisschen zu üben. Am Ende gab es als Kostprobe rumänische Klöße. Hergestellt hatte sie Bernadette Kovac, die aus Ungarn kommt, im Lebenshof Ludwigsdorf. Es reichte für alle, immerhin für über 100 Gäste des Abends. Und wieder stapeln sich leere Kartons bis zu den Decken und warten darauf, dass sie vor den nächsten Hilfstransporten wieder gefüllt werden. Von Menschen, die für andere, die sie nicht mal kennen, Nächste sein wollen. Menschen, die sich zumeist ehrenamtlich für andere engagieren, sind sich einig. Wir bekommen mehr zurück, als wir geben. Die Stadt Zittau hat einen neuen digitalen Audioguide. Dieser ermöglicht es den Besuchern, die Stadt außerhalb von geführten Touren eigenständig zu erkunden. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Smart Guide und anderen Städten der Arbeitsgemeinschaft 6 Städtebund entstand die KI-basierte Audioführung, die kostenlos über die Smart Guide App verfügbar ist. Die App bietet neben Zittau auch Touren durch andere Städte der Region in mehreren Sprachen an. Der Audioguide ist ein zusätzliches Angebot für Touristen und Einheimische und soll die persönlich geführten Stadtführungen nicht ersetzen. Der Görlitzer Tierpark ist derzeit Schauplatz lebhafter Aktivitäten, denn die Zwillingslammgeburt der rauwolligen pommerschen Landschafe ziehen die Besucher in ihren Bann. Diese zutraulichen Lämmer präsentieren sich in ihrem typisch schwarzen Erscheinungsbild mit karakulähnlichem Fell. Als hornlose Rasse sind sie bestens an das raue Küstenklima der Ostsee angepasst, wo sie ursprünglich beheimatet waren. Ihre Wolle war einst bei Seeleuten aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit beliebt. Die nächsten Geburten werden im Görlitzer Tierpark bei den Thüringer Waldziegen erwartet, ebenfalls eine bedrohte Rasse, sowie bei den Zwergziegen. Gemeindemitglieder und regelmäßige Besucher der Görlitzer Peterskirche waren seit einiger Zeit darüber verwundert, dass in der Kirche nur noch 2 statt der 3 Kronleuchter hängen. Vor 3 Jahren, nachdem nach den Weihnachtsfeiertagen die Leuchter neu mit Kerzen bestückt wurden und danach hochgezogen werden sollten, geschah es. Bei dem Kronleuchter, welcher der Orgel am nächsten ist, war das etwa 300 Jahre alte Gestänge gebrochen, an dem der Leuchter hängt. Zum Glück war wenige Jahre zuvor das Gestänge zur Sicherheit
Sicherheit durch ein Stahlseil ergänzt worden. So hing der Leuchter in dieser Sicherung und konnte nicht am Boden zerschellen. Der Leuchter mit seinen 48 Armen und das Gestänge wurden nun in Einzelteilen von Gemeindemitgliedern abgenommen. Ein Schlosser aus der Region reparierte das Gestänge. Engagierte Gemeindemitglieder haben vor einigen Tagen den Leuchter mit seinem Gesamtgewicht von immerhin 250 Kilogramm wieder aufgehängt. Selbstverständlich wieder mit dem Sicherungsstahlseil. Hausmeister Stefan Kranich zeigt sich sichtlich erleichtert. Er sagt, er sei froh und dankbar, dass all dies so glimpflich verlaufen sei. Ihm wurde einmal mehr klar, wie wichtig die regelmäßigen Kontrollen zum Beispiel an den Türmen, den Glocken, aber auch an den Leuchtern der Kirchen seien. Im Jahr 2023 wurden in den sächsischen Gewerbeämtern insgesamt 26.445 Gewerbeanmeldungen und 25.291 Gewerbeabmeldungen registriert. Die Anmeldungen stiegen um 1,1% im Vergleich zum Vorjahr, während die Abmeldungen um 4,7% zunahmen. Es gab ungefähr 1.100 mehr Anmeldungen als Abmeldungen. 78,1% der Anmeldungen betrafen Einzelunternehmen, wobei 36% von Frauen und 64% von Männern stammten. Die meisten Abmeldungen wurden ebenfalls für Einzelunternehmen verzeichnet. Handel und Baugewerbe waren die am häufigsten angemeldeten Branchen, wobei der Handel auch die meisten Abmeldungen verzeichnete. Im Baugewerbe gab es eine leichte Zunahme der Abmeldungen um 1% im Vergleich zu 2022. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe MK Direkt, Michael Kretschmer unterwegs für Sachsen, laden der Ministerpräsident und die Bürgermeisterin von Ebersbach-Neugersdorf, Verena Hergen-Röder, für den 13. März um 19 Uhr zu einem offenen Bürgergespräch in das Sport- und Reha-Zentrum ein. Nach der Begrüßung durch die Bürgermeisterin und den Landrat des Landkreises Görlitz, Stefan Meyer, sowie einem kurzen Statement des Ministerpräsidenten haben Bürger die Möglichkeit, ihre Themen und Ideen einzubringen und gemeinsam mit den Politikern zu diskutieren. An der Veranstaltung nimmt auch Konrad Clemens, Staatssekretär und Bevollmächtigter des Freistaates Sachsen beim Bund, teil. Er wird zu bundespolitischen Themen sprechen und Fragen beantworten. Es wird um eine Anmeldung bis zum 12. März gebeten. Evelyn Mühle ist Chefin der städtischen Friedhöfe in Görlitz. Im vorigen Jahr hatte sie ihr 40-jähriges Dienstjubiläum und in einigen Wochen geht sie in den Ruhestand. Im folgenden Beitrag berichtet sie über das Leben von ganz besonderen Frauen. Die dritte sächsische Landesausstellung, die 2011 in Görlitz unter dem Titel Via Regia 800 Jahre Bewegung und Begegnung stattfand, warb mit der heiligen Hedwig als Powerfrau. Hedwig kam von Andex in Bayern über die Via Regia nach Schlesien und ließ als Landesherrin Klöster und Schulen bauen, in denen Mädchen gleiche Bildungschancen haben sollten wie Jungen. Vor genau 850 Jahren starb sie in Trebnitz nahe Breslau. 180 Kilometer weiter östlich auf der Via Regia, einer der damals wichtigsten Handelsstraßen zwischen Ost und West, kümmert sich in Görlitz seit 40 Jahren Powerfrau Evelyn Mühle um Verstorbene und Hinterbliebene. Sie leitet seit Jahrzehnten die städtischen Friedhöfe der Stadt und sie hat ihnen ihren Stempel aufgeprägt. Ja, wir sind im Sargfeierraum, gibt es hier im Anbau noch den Urnenfeierraum und das Besondere hier dran ist, dass man diese zwei Holzwände zusammenschieben kann, dass man dann hier einen sehr schönen kleinen Raum entwickeln kann. Und wenn man die Wände öffnet, sieht man, dann passen also mehrere Leute für eine Trauerfeier hier rein. Dieser Anbau, als auch der Fahrstuhl, der Aufzug, den wir 2022 eingeweiht haben, der Anbau ist von 2003, sind schon Sachen, die zeitgemäß waren, aber wo es am Ende auch eine gewisse Hartnäckigkeit und Sturheit durfte, damit es so passieren konnte. Und vielleicht hätte es jemand anderes hier genauso gemacht, aber so ist es halt mein Werk mit Mitarbeitern zusammen. Hier gibt es eine Grabstelle für vier Frauen. Die wurden am 11. April 1945 erschossen von der NSDAP. Und man hat mit denen natürlich auch so Exempel statuiert. Das waren Volksschädlinge. Diese Urnen, die vier, die wurden damals hier in den Wiesen einfach verscharrt
Und als ich bei Stadtgrün angefangen habe, da haben meine Kolleginnen immer gesagt, ja, und dann sind noch die vier Frauen, die haben die einfach verscharrt, die haben die einfach verscharrt. Und als die Wende kam, habe ich gedacht, jetzt ist es doch wirklich an der Zeit, die Verscharrten mal wieder rauszuholen. Und wir haben das einfach gemacht. Wir haben nirgendwo einen Antrag gestellt. Wir haben bei keiner Landesdirektion nachgefragt, ob wir das dürfen. Wir haben die vier Urnen gesucht, haben sie gefunden, haben ein Denkmal gefunden, haben das beschriften lassen und haben das hier hergestellt. Und so steht es heute noch. Ja, es müsste mal wieder gereinigt werden, aber es steht. Und heute hätte man wahrscheinlich doch ein paar Seiten Antrag schreiben sollen und es wäre nicht mehr so einfach gewesen wie damals. Das war so ein Wendeereignis. Kurz, schnell, schmerzlos. Das ist die Grabstelle von Familie Riedel. Die hatten auf der Lutherstraße eine Knopffabrik. Ja, und dann ist er aber 1917 schon gestorben und das hat die Firma doch sehr zurückgeschlagen. Die Anna Riedel, seine Frau, die hatte 6 Kinder und die waren alle noch sehr klein. Dass die Anna Riedel sicher versucht hat, ihren Mann zu stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier liegt die Hanna Dreier mit ihrer Familie, so hat sie ausgesehen. Sie selber ist Halbjüdin gewesen und hinterlassen ist, dass sie im Krieg heimlich jüdische Kinder unterrichtet hat. Also auch eine ganz, ganz mutige Frau. Sie war vor dem Krieg schon so eine Art Fürsorgerin und musste natürlich während des Krieges ihren Platz verlassen, ist aber zum Glück in Görlitz geblieben und konnte nach dem Krieg als eine der wenigen unbelasteten eben wirklich auch mit diesem Dienst wieder anfangen. Und man kann sich vorstellen, dass es gerade nach dem Krieg also einen unendlichen Bedarf an so Fürsorgerinnen gegeben hat. Sie hat zum Beispiel auch mit dem ersten Bürgermeister, den es dann gab, das erste Kinderfest organisiert. Da hängt heute noch an der Stadthalle diese Tafel, 20. Mai 1945 war das. Und wenn ich hier Führungen halt mache und das zum Beispiel erzähle, da ist es schon heute nicht mehr so oft, aber früher vorgekommen, dass dann jemand gesagt hat, ja, das stimmt, da war ich auch, da habe ich einen Notjahr gekriegt. Das große Grabmal der Frau Pfeiffer. Pfeiffer mit 3 F. Ich habe irgendwann, als diese ganzen EU-Richtlinien angefangen haben, wie groß, wie die Banane gekrümmt sein darf und wie viel Salz im Brot sein darf und so weiter. Ich komme aus einer Bäckersfamilie, da habe ich das also mit offenen Ohren immer gehört, meine Mutter, jetzt schreiben die uns schon vor, wie viel Salz im Brot sein soll. Und da habe ich gedacht, dann machen wir mal was zum 1. April, da ist ja auch bald. Und da habe ich also ein Bild in die Zeitung gebracht und in die SZ und habe dazu geschrieben, dass also dieses Grabmal demnächst nach einer EU-Richtlinie aus dem öffentlichen Verkehr weichen muss, weil diese Frau ja die Brust nicht ganz bedeckt hat. Und die Zeit war also genau so, dass mir das jeder abgenommen hat, dass überhaupt niemand gemerkt hat am 1. April, das könnte was Albernes sein. Und meine Mutter rief dann tatsächlich an und hat gesagt, also das ist ja wohl der Gipfel, was jetzt hängen die sich in alles rein. Am nächsten Tag haben wir das Rätsel natürlich aufgeklärt und dass sie wohl hier stehen darf, auch wenn sie die Brust nicht ganz bedeckt hat. Die Minna Herzlieb, eine Freundin Goethes. Und Goethe hat sie also schon als Kind auch beobachtet. Er war ja bedeutend älter als sie. Und als sie dann 18 war und zu einem wirklich hübschen Menschenkind herangewachsen ist, da hat sie ihn auch durchaus inspiriert und animiert zum Schreiben. Die Ottilie in den Wahlverwandtschaften soll nach ihrem Bild entstanden sein. Goethe hat dann also so ein Gedicht auf den Namen Minna und Herzlieb gemacht. Es gibt schon also wirklich Hinweise, dass es eine sehr, sehr interessante Beziehung war. Lore Klenke, geboren 1920 und gestorben 2012.
ja, immer gebenden Frau, in einer immer, so habe ich sie kennengelernt, in einer immer freundlichen Frau, wissbegierig, aufgeschlossen und eine total taffe Liebe. Ja, die Frauen hier auf dem Friedhof. Manchmal sind eher die Männer bekannt, aber die Frauen an ihren Seiten haben manchmal die Männer auch erst dahin gebracht, dass sie so sein konnten, dass sie so berühmt werden konnten, wie sie geworden sind. Und ja, sie verdienen es, die Frauen, dass man öfter an sie denkt. Das 50. Dienstjubiläum steuert Evelyn Mühle nicht an. Am 30. April geht sie in den Ruhestand, kurz vor ihrem 65. Geburtstag. Endgültig wird sie sich von ihren Friedhöfen sicherlich nicht verabschieden. Bei Führungen wird diese Powerfrau wohl weiterhin zu erleben sein. Und das war auch schon unsere Lausitzwelle Regionalzeit am Donnerstag. Morgen blicken wir gemeinsam auf die Woche in der Niederlausitzer Heide und im Elbe-Elster-Land. Schauen Sie also gern wieder rein. Auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Homepage www.lausitzwelle.de finden Sie alle Themen auch noch einmal auf Abruf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.